Da steht halt wirklich bäh, 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 bäh. Alter, da, Max, was ist denn mit dir? Funks Tagebücher? Da sagt man Funk mit anderen Augen. Ja, glaube ich. Glaube ich nicht. Ja, geht eine Stunde lang und der Funk sieht noch ein bisschen anders aus, als man ihn eigentlich kennt. 25.12. Ich wünschte, ich hätte Tagebücher geschrieben. Ich wünschte. 95. 21 Jahre ist der Scheiße. Ja, ist das geil. Ach, ist das schön. So, Moment. Ja, wollen wir ewig mal gucken, ne? Warum nicht heute? Das kann jetzt ein bisschen dauern. Nein. Nein, 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 nein. Da rieche ich mich. Wenn noch Schluss bei euch nervt, sag Bescheid, ne? Über diese Mädchen. Und es gab immer etwas, was sie gesagt haben. Ich glaube, Stopp-Tee oder so ähnlich. Moment, ich muss aber nachgucken, weil ich erinnere mich gerade. Ich glaube, Stopp-Tee war das, was die Mädchen sagen konnten. Und dann befanden die sich sozusagen in ihrer eigenen Auszone, weil Stopp-Tee durfte man nämlich nur sagen, eigentlich, wenn der Schuh offen war, wenn etwas wehgetan hatte, wenn man etwas verloren hatte beim Laufen oder irgendwas. Aber du durftest nicht einfach so Stopp-Tee sagen. Und die Mädchen, immer kurz bevor ich sie anfassen konnte, Stopp-Tee! Weil ich will nicht, dass der fette Max mich anfällt. Wollte ich gerade sagen, die werden ihn wohl gehabt haben. Moment, wollen wir es denn? Bitte, bitte. Heute habe ich ein Mädchen geschlagen. Oh, Moment, das muss ich vorlesen. Was? 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 17.10.1996. Heute habe ich ein Mädchen geschlagen, weil sie Henry ohne Grund geschlagen hat. Ich habe auch eine 1 in Erdkunde gekriegt und eine 3 in Mathe. Das finde ich total ungerecht, weil Janine hat nur 9 Aufgaben geschafft und 9 Aufgaben richtig, aber es waren 12 Aufgaben zu schaffen. Und das habe ich auch. Und ich habe 12 Aufgaben zu lösen und natürlich richtig. Ich habe auch 9 Aufgaben richtig, aber 12 Aufgaben geschafft. Versteht ihr das Dilemma? Janine hat von den 12 Aufgaben, die es gab, nur 9 gemacht und hatte diese 9 richtig. Verstehe ich. Habe von den 12 Aufgaben alle 12 gemacht, aber hatte... Leute, die Musik ist im Video, ne? Das ist Funk-Stream waren einfach so. Er saß in einem leeren Zimmer und hat Janine gehasst, einfach gehatet vor 30.000 Zuschauern. Das war damals sein Stream-Konzept. In jedem Stream hat er quasi wieder irgendwas, was Janine wieder gemacht hat. Mit aggressiver Musik. Aber ich lese gerade, die Musik ändert sich gleich. Warte. Nur 9 richtig. Genauso gut hätte ich auch nur eine Aufgabe. Und das ist es nämlich. Alter, bin ich als Kind jeden Tag gewesen. Wir alle haben sie gehasst. Genauso gut hätte ich auch nur eine Aufgabe machen können und auch nur diese eine Aufgabe richtig haben können und hätte auch eine 1 gekriegt. Richtig. Das stimmt schon. Was für eine Schule, wo war ich denn drauf? Heute habe ich nur ferngeguckt und nur Computer gespielt. Geil. Oh. Geiler Max. Oh, doch, nice. Lego. Was haben wir hier denn? Ich bin jetzt gerade bei meiner Mami und höre die 3 Fragezeichen und der Werwolf. Oh, ich mach mal ein bisschen weiter. Entschuldig bitte. Oh Gott, das kann man nicht lesen. Es ist in grün geschrieben. Heute hatten wir Mathe-Olympiade. Ich habe alle Aufgaben geschafft. Aha. Aber Janine hat mehr Aufgaben geschafft. Ist das schön. Heute haben wir unsere Ergebnisse von gestern erfahren. Ich war der Beste aus unserer Klasse. Na, ja. Und wir haben einen Stundenplan bekommen. Und darauf stand, dass... Das ist wie Barney Stinson, weißt du? Wenn Barney Stinson seine Freundin zum Geburtstag einlädt. Das ist genauso. Ich war der Beste von der ganzen Klasse. Da, ja, haben alle gesagt. Alle haben gesagt, ich war der Beste in der Mathe-Olympiade. Wenn wir 40 Trinkpäckchen... Oh Gott. Oh. Kennt ihr das noch? Hm? Oh. Trinkpäckchen? Das war grausam. Kennt ihr noch die Zeit da, wo man in der Schule Trinkpäckchen in der Schule erstmal gekauft hatte und diese Trinkpäckchen dann gesammelt hat für, Moment, eventuell steht es ja auch noch, für irgendwie einen Baum oder sowas. Und du hattest dann irgendwann in der Klasse so diese 40 Trinkpäckchen, die aber alle mittlerweile so eine Woche alt waren. Und dann riecht das nach dieser alten Milch, dann riecht das nach diesem... Das hatten wir nie! Moment. Das kann ich nicht. Haben wir einen neuen Stundenplan bekommen? Darauf stand, dass wenn wir 40 Trinkpäckchen sammeln, können wir uns etwas von Joe Clever bestellen. Was ist denn Joe Clever? Ich habe jetzt leider gerade keine Tastatur. Irgendjemand müssen wir nachgucken. Oh mein Gott. 23.10.1996. Heute habe ich in Sport 2 Einsen gekriegt. Was? Mathe-Olympiade gewonnen. Sport 2 Einsen. Liebes Tagebuch, ich habe den längsten. Das hat ein Wissenschaftler gesagt. Matthias Schweighöfer, dem gehört das, alles klar. Nein. Moment. Wir machen nebenbei ein bisschen weiter Lego, aber das macht mir gerade ehrlich gesagt zu viel Spaß. 24.10. Alter, habe ich aktiv geschrieben. Bis wann geht denn das Buch? Ach du Sch.
bis zum 22.11.2002, aber ich habe irgendwann wirklich sehr, sehr sporadisch geschrieben. Das sind leider nicht so viele Sachen, weil irgendwann hört man auf, ein Tagebuch zu führen. Das ist sehr schade. Oh, Joe Clever hatten wir auch. Was war denn Joe Clever? Ich kenne das gar nicht. Joe Clever sind Trinkpäckchen. Wir hätten also von Trinkpäckchen, die wir getrunken haben, uns Trinkpäckchen holen können. Kann ich gar nicht. Sonst. Cool. War die Milch? Habe von Joe Clever ein Klemmbrett. Okay, cool. Joe Clever war das also. Und eine Katze soll das gewesen sein. Oh. Das gibt's heute also noch, okay. Verdammt. So, Moment. Machen wir weiter. 24, wir müssen ja auch. Ich mache mal nebenbei hier so Lego und lege immer was bereit, weil wir müssen ja auch dem Creative-Auftrag nachkommen. 24.10.1996. Heute habe ich in Erdkunde 2 Einsen gekriegt. Glaubt er sich das eigentlich selbst? Merkt er nicht, dass sein Vergangenheits-Ich ihn belügt die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Ich bin übrigens 2,50 Meter groß und meine Sixpacks haben Sixpacks. So, merkst du was? Einfach als kindvoller Wissenschaftler gewesen, weißt du, was ist passiert? Und jetzt sitzt er da und spielt Lego für Leute. Auf Twitch. Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Ich liebe Funk, Entschuldigung. Bei Henry habe ich meine Schulmappe vergessen, weil ich meine Mappe zu Henry mitgenommen habe. Und wir haben schwimmen geschwänzt, absichtlich. Oh, stimmt, ich war damals im Schwimmkurs. Ach du... Sehr gut. Aber ich hatte einen Freund, Henry. Ich überlege gerade. Stimmt. Bei Henry habe ich zum ersten Mal Stunts gespielt, ich erinnere mich. Geil. Na, ich hatte auch, geiles klar, Game. Ich hatte auch Patrick Richter als Kumpel. Marius? Ich hatte irgendwann Freunde. Ich leg das immer nur so schrecklich dar. Nee, aber Henry war, glaube ich, da der Einzige, der mich mochte. Ein bisschen. 25.10.1996, Freitag. Heute bin ich zu Marius gegangen und habe auch bei ihm geschlafen. Abends haben wir dann Dracula geguckt. Als Boah, okay, das ist krass. Es war ziemlich gruselig. Was ist schön. Ich will mal von ganz vorne kurz anfangen. Jetzt haben wir den Anfang ja gar nicht mitbekommen. Tagebuch von Max. Wichtig. Andere dürfen nicht lesen. Darunter steht auch nicht Mamili. Andere dürfen nicht lesen. In Deutsch habe ich 7 Einsen geschrieben. Darunter steht, na okay, vielleicht die auch. Kann man das sehen? Wichtig, andere dürfen nicht lesen. Ach, auch nicht Mamili. Mamili! Ist das schön. Kleines, süßes, dickes Kind. Moment. 25.12.1995. Gestern habe ich ein ferngesteuertes Auto geschenkt bekommen. Mein bestes Weihnachtsgeschenk. Oh. Heute habe ich es wieder ausprobiert. Es ist ganz toll gefahren. Oh, ich erinnere mich, das ist irgendwann kaputt gegangen. Oh, das war so traurig, weil dann ist... Oh, das war so ein schönes, schönes Geschenk. Weil es ist, glaube ich, wirklich ich weiß, 4 Tage oder so nach Weihnachten, nachdem ich das Geschenk bekommen hatte, kaputt gegangen. Weil ich das über normalen... man konnte damit über Sand und Schotter fahren. Mhm. Aber anscheinend ist sehr viel Sand und Schotter in das Getriebe und in den Motor gegangen und total kaputt gegangen. Oh. 26.12.1995, der nächste Tag. Eigentlich wollten wir heute abfahren, aber der Schnee war heute so hoch. Ich habe mich aber gefreut. Anna und ich haben im Schnee gespielt. Anna ist meine Cousine. Anna und ich haben im Schnee gespielt. Jetzt gucken wir Der große Diktator mit Charlie Chaplin. Es ist sehr lustig. Ein großartiger Film. Ich hatte ja schon damals Geschmack. Was ist mit mir los? 19.02.1996. Jupp. Schnee, das müsst ihr euch vorstellen, das gab es damals noch. Das ist so gefrorenes Wasser, was vom Himmel runterfällt. Das ist wie Regen, aber der ist gefroren, aber nicht als Hagel, sondern so als kleine Flocken, die so runtersegeln und die sammeln sich unten. Und dass die ganze Landschaft einfach weiß. Entschuldigung, ich habe einen Mund voll und rede. Die ganze Landschaft ist einfach weiß. Ja, das ist sehr krass. Ihr könnt mal danach googeln, dann kann man sich mal angucken, wie das ausgesehen hat damals. Es war sehr schön. 2 Monate nicht geschrieben. Heute war der erste Schultag. Ich besuchte gerade die erste Deutschklasse anscheinend. Heute war mein der erste Schultag. Nach dem Ferien, man Fantasy Frau Frenzel hat sich gefreut über die Hausaufgaben, die ich gemacht habe. Tomaten. Was? Entschuldigung, bitte was? Ich muss das nochmal lesen. Frau Frenzel hat sich gefreut über die Hausaufgaben, die ich gemacht habe. Tomaten. Tut mir leid. Okay. Und wir machen vielleicht ganz kurz ein bisschen
Alles, da steht Tomaten. Heute war mein der erste Schultag nach den Ferien. Frau Frenzel hat sich gefreut über die Hausaufgaben, die ich gemacht habe. Tomaten. Vielleicht ein Bild von Tomaten. Oder? Was für ein bescheuertes Kind. Oh, oh, mir tut alles weh. Entschuldigung. Oh. Ich hab Tomaten gemacht im Winter. Seitdem hat er Tomate als Status im Discord. Ach, deswegen. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Daher kam das? Oh, ich finde das... Oh, oh. So, Lego, ganz schnell ablenken. Oh. Das ist so random. Mal gucken, vielleicht klärt sich das noch irgendwie auf mit den Tomaten. Ah, selber Tag. Ich konnte einfach nicht weiterlesen, es tut mir leid. Morgen ist Fasching und ich gehe als alte Frau, Hexe. Oh, stimmt. Ich bin als Frau gegangen, ich bin als Hexe gegangen, als Mariechenkäfer. Oh. Und als noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ah, oh, verdammt. 2. April 1996. Ich habe aber auch wirklich sehr sporadisch geschrieben, muss man sagen. 2. April 1996. Heute kam Ricky zu mir. Wer ist denn Ricky? Hm? Ich weiß nicht mehr, wer Ricky ist. Heute kam Ricky zu mir und hat meine Mutter gefragt, ob er mit mir Fahrrad fahren kann. Meine Mutter fand das okay. Und dann waren wir auch ganz lange unten. Jetzt tut mir mein Hintern weh. Kuss. Ich liege jetzt im Bett und höre Bernhard und Bianca. Anderthalb Stunden später. Eben wurden mir die Haare geschnitten. Jetzt habe ich kurze Haare. Nach den Haare schneiden bin ich in die Wanne gegangen. Jetzt liege ich im Bett und höre die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Hm. Och, Tagebücher sind doch was Herrliches. Es ist schön. Ich mag das. 3. April. Oh, auf einmal am nächsten Tag. 3. April, der darauffolgende Tag. Heute sind meine Mutter und ich zu einer Freundin von Vera mit dem Fahrrad gefahren. Mein Hintern hat auch wieder wehgetan. Was? Ich spur mal ein bisschen zurück und hör mal, wo er Fahrrad fährt. Okay, warte. Am nächsten Tag, 3. April, der darauffolgende Tag. Mhm. Heute sind meine Mutter und ich zu einer Freundin von Vera mit dem Fahrrad gefahren. Mein Hintern hat auch wieder wehgetan. Veganien! Jetzt liege ich im Bett. Mein Hintern tut mir nicht mehr so doll weh. Fertig. Oh Gott. Dann gab es längere Pause. 13.08.1996. Mhm. Heute fahren wir nach Holland. Was? Okay, mit dem Fahrrad? Cool. Henry kommt mit. Ah nee, Henry kommt bald zu mir. Hm. Ah. 17.08. Moment, sind wir immer noch in Holland? Heute sind wir nach Wiepersdorf gefahren. Klingt wenig holländisch. Heute sind wir nach Wiepersdorf gefahren. Jetzt ist eine Disco. Ich war schon tanzen. Oder wie ich das nenne und liege jetzt im Bett. Oder wie ich das nenne, habe ich hinzuerdichtet. Das habe ich damals nicht geschrieben. Ich war schon tanzen und liege jetzt im Bett. Morgen wollen wir mit einem Fahrrad zum See fahren. Ich freue mich schon. Oh, ist das süß. Oh, ist das schön. Mein Hintern tut mir weh. Tomate. Vom 11.08. bis 11.09. Wow, auf einmal wird das richtig, okay, geordnet. Mhm. 1996. Am 11.08. waren wir bei einer Fete von Christoph eingeladen. Und am nächsten Tag waren wir zelten in Stendnitz. Am 14.08. Ja, waren wir bei einer Preisverleihung in Groningen. In Groningen. Was denn für eine Preisverleihung? Luxemburg. SL0402, dort hat mein ÖPI einen Hans-Christian Andersen-Preis bekommen. Am 9.09.1996 waren... Wie schreibe ich das denn? Also irgendwie wie so ein Zeugenbericht. Am 9.09.1996 habe ich dem Polizisten gezeigt, wo mich die Puppe böse angefasst hatte. Nein, am 9.09.1996 waren wir bei einer Hochzeit von Juliane und Thies. Es war sehr schön. Mhm. Nach der Hochzeit sind in ein Restaurant gegangen. Okay. Es gab Hochzeitssuppe, Entenbrust und Eis. Wir waren auch in Oldenburg. Ach, das ist schön. Ich mag dich. Ich finde das mega holsam gerade. Mit der Musik irgendwie, mit der Erzählung aus der Kindheit. Ich finde das irgendwie voll holsam. Weiß, wie es euch geht, aber das ist irgendwie... Super. So, ganz kurz nur ein bisschen weiter basteln. Noch schön. 11.09.1996. Moment. Der Bericht davor ging vom 11.08. bis 11.09. Und jetzt schreibe ich am 11.09. Das heißt, das habe ich alles geschrieben, damit ich jetzt weiterschreiben konnte. Heute hat in unserer Schule ein Baum gebrannt. Und ich habe den gelben Gürtel gekriegt. Cool.
In Klammern, 6 Tage noch. Mhm. 11.09. Oh, wie schön, dass ich das dazu schreibe. Und ich habe den gelben Gürtel gekriegt. In Kung Fu. Mhm. Habe ich gemacht damals. In Klammern, 6 Tage noch. 12.09. Heute hatten wir Schwimmen. Wir hatten eine Staffel und wir haben gewonnen. In Klammern, noch 5 Tage. Was mag da nur sein? Mhm. Das ist ja wie so ein Teaser jetzt. Geil. Hier für diesen, wie hieß nochmal dieser schreckliche Film? Mit dem Monster. Da wo auch immer so doof angeteasert wurde und niemand... Cloverfield, oder? Cloverfield? Ich glaube Cloverfield hieß er mit dem Monster. 13.09.1996. Heute habe ich im Sport eine 1 bekommen, weil ich 9 Minuten gerannt bin. Der Junge hat nur Einsen bekommen. Für alles und immer. Immer nur Einsen. Der Fang hat nur, sein ganzes Leben besteht aus Einsen. Ich glaube, der, ja. Was für eine Schule war ich denn bitte? Weil ich 9 Minuten gerannt bin. Meine Mumin und ich. Ich wollte gerade. Meine Murmel? Seine was? Meine Mumin und ich haben uns heute gestritten, heißt Mama, weil meine Mama mich gekratzt hat. Und meine Mama glaubt mir das nicht. Ah. Oh. Ist Mumin Oma? Ich war eine Heulsuse. Die ganze Zeit anscheinend. Wow. Nicht mal meine Mutter mochte mich. Schreckliches Leben. 14.09.1996. Heute war ich mit meinem Öpi Drachensteigen. Oh, ist das. Ja, oh, mein Opa, der hat mir so viele Drachen gekauft. Mumin nennt er seine Mutter. Also doch. Und ich hatte so schöne Drachen. Aber die hat er noch gekratzt. Noch 4 Tage, schön, habe ich vergessen vorzulesen. Der Drachen ist aber nicht so hoch gestiegen und ist auch gleich wieder runtergekommen. Meine neuen Schuhe. Okay, meine neuen Schuhe haben leider meine beiden Hacken aufgeschrammt. Nein. Oh nein. Nicht mal meine Schuhe mochten mich. Oh nein. Nicht mal der Wind mochte mich beim Drachensteigen. In Klammern noch 3 Tage. 15.09.1996. Heute habe ich so um die 5 Stunden Super Nintendo gespielt. Geil. Nach 5 Stunden, Ausrufezeichen, geiler bin Typ. Ich auf den Kolle gegangen, das ist der Kollwitzplatz, und habe auch gespielt. Jetzt sitze ich auf der Toilette. Geil. Hat der Tagebuch auf dem Scheißhaus geschrieben? Ich glaube, er hat Tagebuch auf dem Scheißhaus geführt, ne? Glaube ich. Ich meine, es ist wie Handy damals. Am Kacken. Noch 2 Tage. 16.09.1996. Heute habe ich in Musik eine 1 gesungen. In Klammern, morgen habe ich Geburtstag. Jubel! So, und dann gab es eine längere Pause. Vom 17.09.1996 bis zum 18.10.1996. 17.09. Ich habe eine Trompete und einen Luftballon gemalt. Heute war mein Geburtstag. Ich habe ganz tolle Geschenke bekommen. Über die... Oh, Rollerskates. Geil. Mhm. Oh, stimmt. Da habe ich mich einmal so hingepackt. Über die Rollerskates habe ich mich am meisten gefreut. Yeah, super. Ich würde wahnsinnig gerne mal Funk auf Rollerskates sehen. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir echt gut vorstellen. Oder gerade heute. Als Kind, weiß ich nicht. Aber heute könnte ich mir super vorstellen. Das habe ich wirklich dazu geschrieben. Die Kinder von damals waren genauso bescheuert wie heute schon. Da hat jemand im Flur gehustet. Das ist ja widerlich. Er hätte nur gefehlt, lol, Roffel, Xoxo. Oh. 18.09. Genau, ich habe ja jetzt eine Aufzählung gemacht. Heute ist meine Mutter nach Italien gefahren und meine Oma kam zu uns. Ich war etwas traurig. Oh. Das klingt ja sehr nett. Oma kommt uns besuchen. Nein, ich glaube, ich habe einfach meine Mutter vermisst. Guck mal, 1996, ich war da gerade 11 Jahre alt. Hallo Jess, ja, das sind die alten Tagebuchvideos. Als ich das geschrieben habe, ein 11-Jähriger. Wir wollten die ewig mal gucken und heute haben wir eh nichts zu tun. Und jetzt ganz entspannt eben nochmal ein bisschen mal im Funk reinschnuppern. Was da so los war damals im Leben. Ein kleiner Junge, der auf der Toilette mit Tomaten sitzt. Mit den Wawuschels. 19.09.1996. Heute habe ich eine 1 in Deutsch vorgesagt. Ich wünschte, ich hätte auch Tagebücher geschrieben. 20.09. Heute hat meine Mami bei uns angerufen. Als erstes hat meine Oma mit ihr geredet. Als sie mir den Hörer aber gab, war die Zeit schon abgelaufen. Ich war danach traurig und ich habe geheult. Dann hat meine Oma auch geheult. Aber nach ein paar Minuten haben wir uns aber wieder gefangen. Ich bin auch nicht schwimmen gegangen. Das ist schön.
25.10.1996, Freitag. Heute bin ich zu Marius gegangen und habe auch bei ihm geschlafen. Abends haben wir dann Dracula geguckt, als Video. Das kann man schon. Ziemlich gruselig. Jetzt können wir weitermachen. 26.10.1996, Samstag. Oh, jetzt schreibe ich die Wochentage dazu, sehr geil. Heute war ich noch bei Marius, aber um 6 Uhr nachmittags hat mich meine Mutter abgeholt. Am Abend haben wir noch bei Antje geschlafen, wer auch immer jetzt Antje ist. 27.10., ein Tag später Sonntag. Heute bin ich mit dem Fahrrad zu Marius gefahren. Er konnte aber erst in einer halben Stunde runter kann. Was? Er konnte aber erst in einer halben Stunde runter kann. Tomate. Dann, Entschuldigung. Halt's Maul. Ja. Dann wollte ich beim Mauerpark auf ihn warten. Aber dann traf ich Patrick K. Später haben... Oh, geil, das ist die... Dann traf ich Patrick K. Das hört sich an wie Aktenzeichen XY ungelöst. Das hört sich original so an. Hör mal, das hört sich an wie Aktenzeichen XY. Warte mal. Aber dann traf ich Patrick K. Später haben... Oh, geil, das ist die Geschichte. Das nicht mehr. Moment. Das habe ich aufgeschrieben. Nein. Oh, oh. Das habe ich aufgeschrieben. Ich lese noch einmal von vorne. Wie Funk seine Würde verlor. 27.10.1996. Sonntag. Heute bin ich mit dem Fahrrad zu Marius gefahren. Er konnte aber Esrit in einer halben Stunde runterkannen. Dann wollte ich beim Mauerpark auf ihn warten. Aber dann traf ich Patrick K. Später habe die Jungs verprügelt, mich nicht. Verdammt, später haben ihn Jungs verprügelt, mich nicht. Genau. Er hat Patrick an die Nase geschlagen, sodass es blutete. Und Marius hat er mit seinem Knie am Kopf geschlagen. Ich bin sauer auf mich, denn ich habe nicht geholfen und weil ich auch gleich gegangen bin. Das ist die Geschichte. Ich wusste nicht, dass ich das aufgeschrieben hatte. Wow. Ich das ist die Geschichte, muss. Wovon ich euch erzählt habe. Oh, das ist aber... Oh, das ist aber übel. Ich habe meine Freunde zusammenschlagen lassen, um Herkules zu kommen. Oh, das ist so. Das ist. Oh, okay. Den Film oder die Serie? Hat sich denn wenigstens gelohnt? Ich meine, das muss man schon mal klären. Ne? Ich meine, da wird ein Freund verprügelt, da kannst du Herkules gucken. Ich meine, was ist denn da angenehmer? Also, wenn man das so abwägt, weißt du, so, wenn man die Entscheidung so abwägt, es ist schon irgendwo logisch, aber. Und vielleicht könnte Herkules ja auch helfen und die bösen Jungs verprügeln. Ne? Und damit lasse ich euch jetzt in die Pause gehen. So, Moment. Welcher Tag kommt jetzt? Der 28.10. Oh, die Schrift ist ganz schlimm, weil ich irgendeinen bunten Stift benutzt habe. Heute habe ich in Musik eine 1 gekriegt. Es ist die Herkules-Serie damals mit dem Typen, der jetzt so ein bisschen am Rad dreht. Ne? Ich habe den Namen jetzt vergessen, der auch Andromeda gespielt hat. Und da wird, genau, mit Kevin Sorbo, glaube ich. Und da wird einem immer beigebracht, dass man für andere, da sein soll und dass man den Schwächeren helfen muss und so weiter. Und dafür, dass halt sein Kumpel in der Prügelei sitzt und geht. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, schön. Ja, schön. Weil ich die Nationalhymne gesungen habe. Okay. 29.10.1996, ja. Dienstag. Heute war ich bei Henry und ich habe auch bei ihm geschlafen. Wir haben auch Computer gespielt. Ich hatte so einfache Tage als Kind, herrlich. Geil. 30.10.1996, Mittwoch. Heute bin ich nach der Schule zu Marius gegangen und Tom war auch da. Wer? Tom? Ricky? Tom? Zwei Namen, die ich nicht mehr kenne. Tut mir leid. Heute bin ich nach der Schule zu Marius gegangen und Tom war auch da. Wir haben Dracula geguckt. Nochmal? Moment. Hatten wir so ein langweiliges Leben? Denn am 25.10. war ich bei Marius und habe Dracula geguckt. Und 5 Tage später war ich bei Marius und habe Dracula geguckt. Eventuell hatte ich auch einfach schon damals Alzheimer und für mich war das ein neuer Film. Danach bin ich zu Kung Fu gegangen. Oh, mit meinem gelben Gürtel. Er ist zum Kung Fu gegangen. Er hat einen gelben Gürtel in Kung Fu. Er guckt Herkules, wo ihm beigebracht wird, dass man... Und dann... 31.10. Donnerstag.
Heute habe ich zu einer Lehrerin, Frau Ullmann, blöde Kuh gesagt. Dafür habe ich einen Tadel gekriegt. Mein erstes Tadel. Linda hat sich den Arm gebrochen. Meine Mutter hat nicht mit mir geschimpft wegen dem Tadel. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist Punk. Und meine Mutter findet sowas völlig in Ordnung, wenn man zu einer Autoritätsperson sagt, blöde Kuh. Völlig egal. Die Frage ist doch, warum man es schön. Aber wie kommt Linda nach Tomate? 1.11.1996, Freitag. Nach der Schule kam meine Oma zu mir und hat mich gefragt, ob wir nach Hamburg fahren wollen. Ich habe ja gesagt und ich bin nicht zu Kung Fu gegangen. Als wir ankamen in Hamburg, hat uns mein Öpi abgeholt. Dann sind wir zum Portugiesen gegangen. Ich habe zum ersten Mal Haifischsteak gegessen. Es hat ganz gut geschmeckt. Oh, herrlich. So, Moment. 2.11.1996, Samstag. Heute habe ich fast nur ferngesehen in Hamburg. Am Abend sind wir zu Rönnes gefahren. Dort haben wir Chinesisch gegessen. Es hat nicht so gut geschmeckt. Es ist auch, glaube ich, mehr so ein kulinarisches Tagebuch. Was habe ich wo gegessen? Wie hat es wann geschmeckt? 3.11. Mein Gott, Lego, ja gleich. Es schreit mich schon an von der Seite. 3.11.1996, Sonntag. Heute sind meine Oma und ich wieder nach Berlin zu meiner Mami gefahren. Am Abend haben wir noch in Times gegessen. Na klar. Ist irgendein Restaurant gewesen. Wo, ich weiß nicht mehr wo. Ich hatte Chips. Im Restaurant. Es war sehr lecker. Ich glaube, so, das ist dieses Undankbare, wenn du mit einem Messer und Gabel essen gehst. Und dann, ja, was möchtest du essen? Fertigpizza. Kartoffelchips. Mann, war ich ein Kind. Keiner mochte mich, niemand meine Oma, glaube ich. Ja, das sind auch viele Freunde. Vor allen Dingen, wir waren chinesisch essen. War nicht so gut. Ich habe Haifischsteak gegessen. Hat ganz gut geschmeckt. Aber ich hatte Chips. Lecker. Ach, Kinder sind so dumm. Will einfach nicht. 4.11.1996, nächster Tag, Montag. Heute habe ich meinen neu gestrichenen Klassenraum gesehen. Er sieht ganz toll aus. Nämlich unten mintgrün. Ich kannte mit 11 Jahren schon die Farbe mintgrün. Okay. Mhm. Aber ich hatte halt, wie gesagt, keine Freunde. Ich hatte auch Zeit für die Farbenlehre. Komplett unten. Aber ja, dann war ich bei Johannes. Später war ich noch bei Ingo. Maurice kam auch vorbei. Dann waren wir bei Mary. Wir haben bei Anna geschlafen. Ich habe keine Freunde. So, hä? Du weißt, alle so, ja, er ist mein bester Freund. Ja, er ist mein einziger Freund im Leben. So. Und fang so, hä? Was war da los? Mintgrün, in der Mitte gelb und darüber alles weiß. Mintgrün, halt gelb und weiß? Das ist ein richtig typisches Klassenzimmer. Total hübsch. Es riecht noch sehr nach Lackfarbe. Geil! Setz mal die Kinder erstmal in den Raum, der noch nicht gelüftet ist, aber voll mit Lackfarbe. Gute Idee. 5.11.1996, Dienstag, nächster Tag. Heute hat mein Meerschweinchen Bingo Kinder gekriegt. 3, denn 1 ist gestorben. Oh. Schade. Oh, meine Bingo. Moment, ich hatte Bingo und Charlie. Und die Kinder, die dann kamen? Ich glaube, die haben wir weggegeben. Die haben wir sofort verschenkt. Weil ich wollte nur Bingo haben und Charlie. Mehr hatte ich nicht. Mehr wollte ich auch nicht. Raus aber damit. Haben Dreck getan, um die zu kastrieren. Außerdem haben die auch sehr wenig von mir zu essen bekommen. Oder sie haben schon Essen bekommen. Sie haben Chicorée bekommen, diese ganzen. Das ganze Frischgemüse haben sie gehabt. Aber dieses. Diese Joghurt-Drops für Meerschweinchen. Haben sie keinen einzigen von gesehen. Die sind alle in meinen Mund gewandert. Die sind so lecker. Die sind so lecker gewesen. Joghurt-Drops für Meerschweinchen und für Kleinnager. Unglaublich. 6.11.1996, Mittwoch. Heute war ich bei Jana. Ich habe mir ihr Meerschweinchen angeguckt. Es ist ein Rosettenmeerschweinchen und ist noch klein. Wir haben einen neuen Meister in Kung Fu gekriegt. Er heißt Kim und ist ganz streng zu uns. Vivian, die Kleine, hat auch geweint, als wir draußen waren, weil er hat sie ganz doll am Arm gefasst. Er bleibt ja auch nur so lange, bis Meister Buck wieder gesund ist. Ein Glück. Ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Oh. Das weiß ich noch. 7.11., Donnerstag. Heute haben wir eine Musikkontrolle gehabt. Ich habe eine 1. Bei Schwimmen.
Ich erkenne ein Muster. Bim haben wir heute eine Staffel gemacht. Wir waren Erste. Sag mal, liest sich ja wie das Buch eines erfolgreichen Jungen. Das ist ja Donald mit Trump. Mit Freunden, The Story. 8.11.1996, Freitag. Heute kam meine Oma zu uns. In Klammern, meine Mama war nicht da. Wir sind ins November gegangen. So lecker. Husemannstraße. Prenzlberg, bei mir, quasi hier um die Ecke. November, gibt es heute immer noch. Mach ein endgeiles Sandwiches. Oder belegte lange Baguettes. Voll geil. Heute kam meine Oma zu uns, meine Mama war nicht da. Wir sind ins November gegangen und haben getrunken und gegessen. Dann sind wir zu Humana gegangen. Dann sind wir zu Humana gegangen und haben mir dort eine tolle Baskenmütze, die französischen Jungs tragen, einen tollweiß karierten Schal und eine ganz tolle schwarze Jacke gekauft. Danach sind wir in einen Scherzartikelladen gegangen und haben dort färbende Seife und Schrecktinte gekauft. Och, mein Leben war so einfach. Ist ja schön. Dann sind wir zu Kung Fu gegangen. Diesmal war Askult da, weil er Meister Kim vertreten hat, weil Meister Kim so grob zu uns war. Meister Askult. Wir hatten drei Meister. Buck, Askult, Kim. Klingt alles irgendwie nach Renny räumt den Magen auf. Irgendwie solche Mittel. 9.11. Oh Gott, das macht so Spaß. 9.11.1996, Samstag. Heute habe ich nur ferngesehen und Computer gespielt. Cool. So würde sich übrigens mittlerweile mein Tagesablauf lesen. Heute war ich zweimal in der Küche. Fertig. 10.11.96, Sonntag. Heute bin ich zu meiner Mama gekommen. Und dann sind wir zum Hotel gefahren, wo Henry und ich verabredet waren. Okay, da habe ich anscheinend als Hostess gearbeitet. Was? Sie kamen auch bald. Wer? Sie? Hä? Moment. Was? Heute bin ich zu meiner Mama gekommen und dann sind wir zum Hotel gefahren, wo Henry und ich verabredet waren. Sie kamen auch bald. Wer? Die Aliens. Henry, oder? Dann sind wir bowlen gegangen. Ich fand mich gut. Ich hatte als erstes 19 Punkte, dann 57. Ich fand mich gut. Ich hatte als erstes 19 Punkte, dann 57 und dann 42. Es war sehr schön. Ja. Ah, definitiv. 11.11.1996, Montag. Heute habe ich meine Arbeiten wiederbekommen. In Deutsch eine 2 und in Musik eine 2. Ich habe mir auch das Herkules-Sticker-Album gekauft. Oh, ja. Ich habe mir auch das Herkules-Sticker-Album gekauft und auch 35 Sticker von Herkules mit Kevin Sorbo und Iolaos und Xena und... Oh, den Rest weiß ich nicht mehr. Oh, es war so geil. Von Sam Raimi, der auch den ersten Spider-Man gemacht hat. 12.11.96 bis zum 25.11.96. Ich war die ganze Woche krank. Darum konnte ich nichts reinschreiben. 12.11. bis 25.11. Die ganze Woche. Ja gut, Max. Alles klar. 25.11.96. Heute war ich wieder gesund und ich bin auch wieder in die Schule gegangen. Die Mädchen mögen mich nicht. Ah, das ist die Geschichte, die ich euch vorhin erzählt habe. Cool. Oh, geil. Oh Mann, das habe ich alles aufgeschrieben. Ja, deswegen habe ich überhaupt das Tagebuch geholt. Die Mädchen mögen mich nicht. Das habe ich bei Jungs und Mädchenfange herausbekommen. Erstens, weil bei Mädchenfange die Mädchen immer weil die Mädchen immer Stopp-Tee, kann ich mehr oder hör auf sagen, wenn ich sie fangen will. Zweitens, weil die Mädchen bei Jungs fange niemals mich fangen. Einmal haben nämlich alle Mädchen Marius verfolgt und ich stand an der Tischtennisplatte und sie sind alle an mir vorbeigerannt. Das finde ich gemein. Ja. 24.12.1996, Sie wollten ihn halt gewinnen lassen. Sie waren alle verliebt in ihn und wollten ihn deswegen gewinnen lassen. Ich glaube, das war der Grund. Ich glaube, das war der Grund, ja. Hast du Marius jetzt? Weiberheld. Dienstag. Heute war Weihnachten. Du, mein Tagebuch, bist ein Jahr bei mir. Ich habe tolle Geschenke bekommen. Meine drei besten waren Terranigma. Oh, geil. Oh, nice. 3D-Puzzle und ein Modellschiff der Santa Maria. Boah, Terranigma ist super nice. Nicht schlecht. Wow!
Was hab ich bekommen? Meine Eltern müssen mich sehr geliebt haben. Ja, glaube ich auch. Aber meine drei besten Geschenke, Terranigma, ein 3D-Puzzle und ein Modellschiff der Santa Maria, geil. Terranigma ist super und die Grafik ist toll. Ich war schon damals eine Grafikhure, geil. 31.12.1996, Dienstag. Heute war Silvester. Ich habe mir einen Zettel genommen und habe Glück, Liebe, Mut und ich Klugheit Terranigma auch gespielt, drauf geschrieben. Auf den Super Nintendo. So, was hat er aber? Ich habe mir einen Zettel genommen und habe Glück, Liebe, Mut und Klugheit draufgeschrieben. Und dann? Ich habe Glück, Liebe, Mut und Klugheit draufgeschrieben und um 0 Uhr mit Kindersekt runtergeschluckt. Das Feuerwerk war aber nicht so doll wie beim letzten Mal. Oh. Montag, 6.1. Liebe, Mut, bla und Klugheit. Und hat das Ding runtergeschluckt, hat den Zettel gegessen. Also runtergeschluckt mit Sekt. Wenn die Klugheit angeschlagen hat, hat er das, das war auch die Zettelschluckengeschichte. Das eigentlich, ja, weiß ich nicht. Also ich mach das nicht, esst keine Zettel. Und wenn ihr Zettel esst, schreibt am besten nicht Klugheit drauf. Das relativiert sich alles so ein bisschen. Heute habe ich mich in Judith verliebt. Oh, Judith! Oh! Das fängt an. Das die Judith. An. Okay. Was ein Brauch von ihm und seiner Ömi. Okay. Ein okay, Teaser. Okay. Wir basteln ganz hat kurz weiter. Hat er mit seiner Oma gemacht. Na gut, dann. Oh, na wir gut. basteln ganz kurz weiter. Die Geschichte, weswegen ich zum wurde. Die Geschichte. Das verdanken wir alles Judith? 6.1.1997, Montag. Heute habe ich mich in Judith verliebt. Aber ich weiß nicht, ob sie mich liebt. Ja, ja, die Liebe. Das steht da. Ja, ja, die Liebe. Das tut mir leid. Das kann man nicht erfinden. Das ist so gut. Ja, ja, die Liebe. Da steht Roffel. Da steht auch Roffel. Ja, ja, die Liebe. Ah, ja, auf der anderen Seite stand Roffel in Rot und unten LOL, weil ich das irgendwann mal als dummes, schlimmstes Kind, das kriegt ihr noch mit. Nämlich das, was ich in Rot geschrieben hatte im Jahre 2002. Ah, oh Gott, und hier kommen ganz, ganz schlimme Sachen. Ja, hier im Jahr 2000 und 2002 war... Nee, im Jahr 2000 war wirklich so einiges im Argen. Aber das werden wir gleich lesen. Oh, oh die Teenie-Jahre, so. Oh Gott. Ja, ja, die Liebe. 24.01. Wow, 14 Tage vergangen. Nein, Quatsch, viel mehr. Ein paar mehr Tage vergangen, ne? Heute habe ich Judith einen Liebesbrief gegeben. Und sie hat ihn auch gelesen. Aber danach nichts mehr gesagt. Aber in der Sportstunde hat sie mir gesagt, dass sie schon einen Freund hat. Boah. Diese. So fängt es auch bei Instagram immer an. Ja, oh, du siehst so voll schön aus. Oh, ich bin unendlich verliebt in dich. Ich möchte dir die Welt zu Füßen legen. Ich möchte alles für dich tun. Wenn du meine Freundin wärst, ich würde dir jeden Tag Essen machen, dich kraulen, massieren. Sorry, du, ich hab schon einen Freund. Du! Normale Instagram oder generell Kommentare, die Frauen so kriegen. Moment. Ich war dann auch traurig und habe zu Hause etwas geweint. Oh. Max. Hab's mir aber verkniffen, bis ich zu Hause war. Max. Oh, das ist süß. Aber dann hättest du Sandra nicht kennengelernt. Vielleicht, man weiß ja nicht. 25.01. Ja, ja, die Liebe. 2097 mittlerweile. Bei meiner Oma hat mich Mamili angerufen. Und hat mir gesagt, dass Judith bei ihr angerufen hat und Judith soll gesagt haben, dass sie mich ganz doll liebt. Warte mal, Judith hat doch... Okay, was passiert da jetzt? Judith hat ihm also gesagt, sie hat einen Freund, aber jetzt hat sie angerufen und gesagt, dass sie ihn ganz doll liebt. Also entweder ist die Mama wirklich über Barney Stinson oder die Judith... Danach war ich sehr glücklich und habe... Mit heller Freude, guck mal, wer da spricht, angeguckt. Ja, ein guter Film auch noch. Mit heller Freude. Das ist alles wunderschön. Okay, aber 26.01. Sonntag. Das wird schief gehen. Wegen der Sache gestern habe ich heute Judith angerufen und habe gefragt, ob sie das ernst meinte wegen gestern. Aber sie wusste von gar nichts. Und sie hat auch gestern nicht bei mir angerufen. Irgendjemand hat mich und Judith, bei ihr hat auch jemand angerufen, der sich als mich ausgegeben hat, betrogen. Und ich werde denjenigen finden, so wahr ich Max heiße. Das,
der Imperator einfach geguckt oder so. Das ist aber der Imperator so. Ich muss wieder was zuhalten, was ich als dummer Junge dazu geschrieben habe. So war ich Max heiße. Und das hier sind Faschingshaare, okay? Das Faschingshaare? Sind Faschingshaare. Nicht, dass ihr denkt, dann hat er seinen Schritt fotografiert oder was? So war ich Max heiße. Oh. Irgendjemand, da. Und ich werde denjenigen finden, so war ich Max heiße. Das ist nachzulesen. Oh, 2 Jahre später. Oh, danke schön für den Raid, vielen Dank. Ihr kennt das doch. Die Bösewichte bei Marvel zum Beispiel, die haben ja oft so eine Vorgeschichte. Die haben früher waren die frohen Mutes, ja, und hatten ein gutes Herz und wollten das Beste für die Menschheit. Und irgendwann kam dann dieser Schicksalsschlag, der die einfach komplett gewandelt hat. Und das ist bei Max nicht mal die Judith gewesen, sondern halt irgendwer hat Judith und den kleinen Max gegeneinander ausgespielt. Hat mich bei der Judith angerufen, ich erkläre das gerade nochmal, und hat gesagt, ja, der Max ist ganz doof. Ich bin der Max, ich bin ganz doll verliebt in dich. Und dann bei Max' Mutter angerufen, ja, hi, ich bin die Judith, ich bin ganz doll verliebt in dich. Irgendwer, ja, und der Max will sich furchtbar rächen. Und jetzt, genau, das ist ja jetzt Funks Origin-Story gerade. Das ist gerade, ne, also wir müssen... Das habe ich dazu geschrieben. Am 7.1.1998 kann ich das erst nachlesen. Ja, warte jetzt. Moment, wann? 17.1.? Das ist echt eine miese Nummer. Jetzt will ich auch wissen, wer es war. Oh, das kommt gleich, okay, es kommt gleich. Alter, da ist aber viel Zeit ins Land gegangen in der Zwischenzeit. 4.2.1996. Heute war Fasching. Ich bin als Frau gegangen. Alle fanden, ich hatte das beste Kostüm, weil sie mich alle als erstes gar nicht erkannt haben. Aber ich gehe nie wieder als Frau. Weil ich mit hochhackigen Schuhen gelaufen bin und jetzt kaum noch gehen kann. Hat halt. Die Schmerzen habe ich heute noch. Und ab jetzt klebe ich immer, das ist das Versprechen, die man als Kind macht, ab jetzt klebe ich immer was in dich hinein, also in dich, mein liebes Tag, so. Meinte ich damit, in dich hinein, was ich an diesem Tag toll fand. Das sind etwas Haare von meiner Perücke. Deswegen die Faschingshaare, also die verstehe. Haare von der okay. Perücke. Okay. Heute hatte ich zum ersten Mal. Ich bin auch mal als Frau gegangen. Nein. Dun, 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 dun. Genau, und dann der nächste Tag und ich habe natürlich nichts reingeklebt. War ja ganz klar. 19.03.1996, über einen Monat danach. Heute habe ich an einem Lego-Auto weitergebastelt und es soll eine Kampfmaschine werden. Oh. Das ist krass, aber was ist denn mit Judith jetzt? Wir wollen wissen, was mit Judith ist. Oh ja, ich hatte damals so viel Lego irgendwann. Ich habe nur noch Panzer gebaut und alles Mögliche. Und damit alles Mögliche, ich habe die immer gegeneinander fahren lassen. Der Funk hatte alles. Das Auto, was erst kaputt ging, war das Verliererauto und das nächste durfte weitermachen. Und irgendwann hatte ich... Ich glaube, 3 Monate lang ein und dasselbe Fahrzeug, was einfach nicht kaputt ging. Aber irgendwann hatte ich dann ein anderes gebaut, was es kaputt gemacht hat, aber ich weiß nicht mehr was. Total. Filler Episoden. Egal. Ja, bitte. Okay. Heute habe ich an einem Lego-Auto weitergebastelt, es soll eine Kampfmaschine werden. Meine Oma hat angerufen und hat gesagt, dass wir heute in die Galerie sollen, wo meine Oma die Bilder aufhängt. Meine Mama hat dann gesagt, dass wir mit dem Fahrrad kommen und auch wieder zurückfahren. Und genau das finde ich nicht gut, weil ich möchte viel, viel, viel lieber zu Ömi, anstatt zu meiner Mutter, weil sie nur noch mit mir schimpft. Und sie ist wirklich eine olle Kuh, meine Mutter natürlich. Kinder sind leider manchmal sehr böse. Damals war ich schon 12 Jahre alt, also ich hatte eine Meinung, Hand und Fuß, und habe auch gute Kritik angebracht. Alter. Mama, ich hab dich lieb, wenn du das hörst. Ich hab dich sehr lieb. 6.5.97. Über ein Jahr und 2 Monate sind vergangen. Oha. Okay. In der Zeit, in der ich nichts in dich reingeschrieben habe, ist sehr viel passiert. Also, an einem Donnerstag bin ich mit Antje und Christiane in ein Kino gegangen und habe mir Star Wars angeguckt. Ich habe keine Freunde. Ja, Antje, Christiane, kommt, hey Girls, hier einmal unterhaken, los, wir gucken Star Wars im Kino. Der Mann lebt das live einfach. Der ist 12 und lebt das live, Leute. Der hat das Leben durchgespielt. Was soll ich noch sagen? Und hat alles Lego zu Hause. Da hast du, das ist halt alles. Fertig. Ach so. Ein Jahr. Zu der anderen Geschichte mit der Judith. Weil ich es anscheinend im Tagebuch nicht geschrieben hatte. Das ist schade. Ja. Es hat sich dann herausgestellt, nicht sofort leider, sondern wirklich erst später, dass meine damaligen besten Freunde, nämlich Patrick K., und Marius, der mit dem ich 2-mal Dracula geguckt habe, laut meinem Tagebuch, dass die beiden im Kollektiv bei einerseits meiner Mutter und andererseits Linda selber angerufen haben und sich als jeweils die andere Person ausgegeben haben.
Das sind ja gute Freunde. Und ja, sie quasi einfach nur sehen wollten, wie weit sie mich verarschen können. Und sie halt mir zeigen wollten, dass Linda mich niemals lieben wird. Und dass ich, ja. Warum auch immer das meine damals beiden besten Freunde gemacht haben, weiß ich bis heute nicht. Und ich weiß aber, dass es danach eine Menge Häme und eine Menge Lacherei innerhalb der Schule gab, wegen dieser Aktion, weil ich, hoppala, halt mit dieser Frage immer wieder ankam bei Linda und auch bei den anderen Mädels, weil ich war mir halt zu 100%ig sicher, dass ein anderes Mädchen bei meiner Mutter angerufen haben musste. Sie hieß, Leute, das ist lange her. Er meint Judith natürlich. Linda war jetzt die andere, aber er verwechselt gerade die Namen, weil er gerade noch mal im Kopf mit der anderen Geschichte war. Aber natürlich geht es um Judith, nicht um Linda. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Junge seine Stimme verstellt, damit er klingt wie ein Mädchen. Ja, und ich wurde dann irgendwann von den ganzen Mädels fertig gemacht, dass ich aufhören soll damit und dass mich eh keiner liebt und bla bla bla. Und wirklich, irgendwann war ich pissig, irgendwann war ich richtig sauer. Als, 28.01.1998. Wir sitzen gerade vor dem Fernseher und... Ich finde es schön, wie er nebenbei bei dieser ganzen Origin-Story gerade noch Darth Vader zusammenbaut. Es hat so eine Meta-Ebene, finde ich. Es hat alles so eine Meta-Ebene. Die Musik, Darth Vader zusammenbauen und so erzählen, wie man langsam böse wird und kippt und aber... Bäh, 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 bäh. Das ist alles. Es fehlt noch, dass er kurz mit seiner Hand so irgendwo aus dem Bild greift und dann fliegt in so ein Trinkpäckchen rein, so mit der Jedi-Kraft einfach. Das fehlt noch ein bisschen. Und meine Mutter lässt mich nicht den Film Space angucken. Wow, und da habe ich Wörter durchstrichen. Kleinen Augenblick. Oh oh. Ich probiere es aber zu identifizieren. Diese blöde Kuh. Ich hasse meine Mutter wirklich. Ernst. Schon seit langem. Wow. 2 Stunden später. Ich sitze gerade neben meiner Mutter und wir gucken uns irgendeinen blöden, aber auch komischen Film an. Ich kuschel auch gerade mit meiner Püpsi-Mutter Linchen Sumsebienchen. Aber er hasst sie doch schon seit langem. Ja, alles klar. Kinder sind doof. Und das zeigt sich richtig. Das zeigt sich. Einfach, wer hat sowas nicht gedacht? Oder ich meine, okay, vielleicht einige da draußen, aber... Ich glaube, einige Kinder haben sich des Öfteren in ihrer Vergangenheit, und ich wusste das nicht mal mehr, aber in den Momenten sehr oft schon gedacht, boah, ich hasse dich. Ich hasse gerade meine Mutter, ich hasse sie sehr, ich hasse sie immer. Hatte ich sehr oft. Ich auch, weil ich mal nicht Doom spielen durfte. 29.01.1998. Morgen gibt es Zeugnisse. 26.10.1998. Naja, die Zeugnisse waren gut und ich bin jetzt auf einem Gymnasium. Und die Wandlung begann. 13.12.1998. Hi! Tag auch. Ja, lang nichts mehr geschrieben. Auf jeden Fall geht's mir gut und ich bin voll high. Drogen. nee, aber das habe ich jetzt wirklich so geschrieben. Ich wurde irgendwann... Jetzt kommt der wirklich dumme Max. Oh nein. Ich bin voll high. Drogen. nee, aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt total verändert. Neuer Haarstyle. Bin auf dem Gimmi, hab fast eine Freundin. Und lauter neue Gimmi-Freunde. Ach ja. Bin auf dem Gimmi, hab fast eine Freundin, ist auch so eine Low-Aussage einfach. Das ist so eine Low-Aussage. Oh, ich bin auf dem Gimmi, ich hab fast eine Freundin, das ist einfach so. Du hast also keine. Du hast aber keine, sowas so. Max. Ich bin voll high, Drogen. Nee, aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt total verändert. Neuer Haarstyle, bin auf dem Gimmi, hab fast eine Freundin und lauter neue Gimmi-Freunde. Ach ja, ich hatte da ja noch so eine geile Love Story. Also Stevie ist so ein Oberwaschlappen, hatte sich so voll in Natalie, so eine Königs... Das steht da! Da steht Königs... In Klammern Königs... Oder Mette? Oder Motte? Königsmotte oder Königsmotte? Könnte auch Motte heißen, ich weiß nicht. Alles, was ich hier vorlese, steht genauso da. Ich war einfach irgendwann sehr ein dummes cool. Kind. Sehr cool war er auf einmal. Ach ja, ich hatte da ja noch so eine geile Love Story. Also Stevie, so ein Oberwaschlappen, hatte sich voll in Natalie, so eine Königsmotte, verliebt. Jetzt kommt wieder eine Sprachausgabe. Steven S., Königsmotte, NK. Warum immer NK, Nutte König? Oh Mann. Das ist so traurig. Nee, Natalie K. Und der Sprecher X. Stevie geht auf der Hofpause zur Königs*****.
Endlich angekommen, richtet er sich auf und beginnt Königs auf sich aufmerksam zu machen. Sprecher, ach, lassen wir es doch eher alles gelogen mit Steven und der Königs. Ich wollte einfach nur lustig sein in meinem eigenen Tagebuch. Ich wollte selber in mein Tagebuch Sachen reinschreiben, die ich irgendwann nochmal lese und vielleicht witzig finde, so wie die Robert und Linda Geschichte. Und aber auf halber Strecke dann so, ja, nee, ist eh gelogen, ist ja egal. Was ist Otto? Ich, mein altes Ich. Ich würde in die Zeit zurückreisen und einfach auf den Hinterkopf. Wen wird er denn verarschen, wenn er im Tagebuch schreibt? Weißt du, das ist ein Tagebuch. Das ist nicht ein offizieller Roman, ein Spiegel-Bestseller. Das ist aber ein Tagebuch, was maximal er selbst vielleicht noch lesen wird. Ja, und vielleicht alle anderen zuhören, aber das wusste man ja nicht. Also es ist eigentlich ein Buch für ihn selbst. So, das ist so, nun. Beim Schreiben, mehrmals auf die Tischplatte. Was ein blödes Kind war ich denn? So, weiter geht's. Noch schlimmer, es wird nur noch schlimmer jetzt. Das war noch der Anfang. 28.02.1999. Tja, Weihnachten vorbei, coole Geschenke und eine geile Schule. Alle sind nett, auch die Mädchen, boah, die Weiber haben so richtig geile steht da so. Eine konnte ich mal anfassen, also jetzt nicht so Bumsvögel-Hechel. Max, ey, bitte. Nochmal. Das muss man mit einem guten Tenor vorlesen. Tja, ja. Weihnachten vorbei. Coole Geschenke und eine geile Schule. Alle sind nett. Auch die Mädchen. Boah, die Weiber haben richtig geile Eine konnte ich mal anfassen. Also, jetzt nicht so Bumsvögel-Hechel. Ich stand gerade vor einem Mädchen aus meiner Klasse. Riesenmöpse. Und auf einmal kommt von hinten jemand angerannt. Ich so, Achtung. Doch das Mädchen dachte, das war ein Scherz. Und dann wurde sie doch geschubst. Ich streckte meine Arme aus, um sie aufzufangen, doch ich war nicht schnell genug. Und fasste ihr voll an die beiden. Sie lächelte erstmal und dann verfolgte sie den Kerl, der sie geschubst hat. Doch ob diese Geschichte wahr ist oder ob wir einen Bären aufgebunden haben, das erfahren Sie in der Auflösung. Scheiß vom Lesen, ganz blümerant. So, und jetzt geht's irgendwie anders weiter. Wirst du rot, Gronkh? Ich schäme jetzt mich gerade einfach. Habe ich nämlich beim selben Beitrag Jahre später mit einem anderen Stift weitergeschrieben, quasi das nochmal selbst kommentierend. Hat bestimmt nichts zu bedeuten, war aber trotzdem ziemlich toll. Okay, 6.4. Oh Gott, schon lange nichts mehr geschrieben. Naja, immer, so fangen die meisten Tagebucheinträge bei mir an. Oh, lange nicht mehr da gewesen, aber naja. Oh, lange nichts mehr geschrieben, naja. Mein Leben ist ganz okay. Hab keine Freundin zum Knutschen. Und das ist, was mich traurig macht. Es ist schon kacke, ohne Freundin durchs Leben zu ziehen. Der weise alte Max. Fast alle meine Freunde haben eine Freundin. Aber er hat doch gesagt, er hat sau viele Gimmi-Freunde jetzt. Er hat doch gesagt, er hat auf ja, das bin ja am Gimmi, ja, sau viele Gimmi-Freunde. Hä? Ja. Wo sind die auf einmal alle? Ich bring's ja eh zu nichts. Ach ja, und ausgerechnet heute kriegt Paul einen riesen, super, mega einen Zettel von einem Mädchen aus der 6. Klasse auf der Hofpause. Ne. Wo drauf steht: Paul? Name, den ich hier nicht reingeschrieben habe, ich habe nur Punkt geschrieben, ist in dich verliebt. Ach, den Namen wusste ich nicht. Aber hatte er nicht fast eine Freundin, als er an die Schule gekommen ist? Da war doch eine Fast-Freundin. Oder war das die, wo er so gemacht hat? Hat mich auch richtig angekotzt. Ach ja, in 3 Tagen haben wir Klassenfahrt. Hoffentlich finde ich da eine Freundin. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich möchte so gerne endlich einmal wieder spüren, wie das ist, einen Kuss zu bekommen. Oh, mein Gott. Oh, Knur. Ich würde ihn auf die Tischplatte hauen, aber dann auch manchmal streicheln und sagen, du bist halt ein Dummer, aber ein liebenswerter Dummer. Achso, mein Handy, ist egal. Ich bin zwar gerade in Sandy verknallt. Ich war hoffentlich niemals in Mädchen verknallt, was Sandy hieß. Ich bin zwar gerade in Sandy verknallt, aber ich glaube kaum, dass da was draus wird. Oder vielleicht doch. Ach ja, das Leben ist schon schwer.
Aber spätestens bei der Klassenfahrt Disco verliebt sich ein Mädchen aus einer Klasse in einen Jungen aus unserer Klasse. Ich bin ganz ehrlich, im Schullandheim habe ich auch gehofft, endlich eine Freundin zu kriegen. Habe ich auch gehofft damals, als wir auf Klassenfahrt waren im Schullandheim. Und da gab es auch so Disco-Abend und so weiter. Und, dann weiß ich noch, ich saß nämlich bei uns im Zimmer und Marianne kam rein. Ja, die hieß so und die fand ich auch toll. Wir haben auch viel geredet und so. Wir sind irgendwie gegangen, irgendwie von diesem Dingens irgendwie zur Stadt runter. Und wir haben viel geredet, haben uns auch super verstanden, war voll toll. Und dann kam die so rein und wollte halt mit mir privat sprechen. Und dann haben wir ganz kurz geredet. Und dann kam aber Claudia, ja, dann kam Claudia rein und hat sich einfach dazwischen gesetzt. Ja, das war, dann war, naja, hat nicht so gut funktioniert, leider. Ja, das ist, ja, die Claudia war das damals. Ich weiß das noch, ja. Die Claudia mochte ich auch, aber nicht so. Ja, die mochte ich halt, man kannte viele Leute und dann die mochte ich nur so. Nein, das war keine Königs. Die wusste es einfach nicht. Ich glaube, die wusste es einfach nicht. Die kam einfach rein und lululu. War wirklich der Momentzerstörer, ja. Ja, ja. Das ist halt Fakt. Das ist faktisch erwiesen. Da gibt es gar keinen drumrum. Aber spätestens bei der Klassenfahrtsdisco verliebt sich Claudia deswegen dazwischen gesetzt. Ein Junge aus unserer Klasse. Das, ja. Wurde als Pamphlet an eine Kirchturmuhr. Ganz klar. Oh, bitte, lieber Gott, lass mich dieser Junge sein. 13.11. Ich habe mich 2000. Nie gerecht dafür. Nein. Montagnacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit jetzt wieder vergangen ist. Einiges an Zeit. Puh! Oh, jetzt. Oh, das. Ist das jetzt der Arsch? Oh, das ist der Arsch. Oh, das ist der Arsch. Oh, das ist jetzt richtig eklig vorzulesen. Der was? Ich lese es ganz schnell vor. Das habe leider ich geschrieben. Ich stehe dazu. Okay, warte. Es ist eine Seite an mir, die. Uiuiui. Pahahaha. Ich habe mir gerade ein paar Seiten aus diesem Mein unser aller Tagebuch reingezogen und ich muss schon sagen, Gott, was war ich für ein gehirnloser Spacko, der nie ans Rauchen, Kumpel oder Lecken gedacht hat. Mein Auge tränt vom Husten. Warte mal. Was? 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 Ja, was fällt ihm ein? Was fällt ihm ein, nicht mit 10 daran gedacht zu haben? Was, das ist ganz ehrlich. Also, wenn ich Kinder sehe, die mit 10 nicht an solche Themen denken, dann rutscht mir aber auch die Faust aus. Oder der Pfanner Eistee. Eins von beiden. Das ist ja maximal unangenehm. Oh, das ist alles nicht so gut. Das ist alles. Ja, Tomate. Würde ich so etwas auf der Straße entdecken, der Kleine wäre tot. Also mein gesamtes Leben hat sich von Grund auf geändert. Da wäre zum Beispiel das Rauchen. Ich rauche jetzt wie ein Schlot. Auf der Straße, zu Hause, im Bett. Jetzt gerade auch auf dem Klo, Beerdigung. Hahaha. Und bei meiner Oma. Nein, Joke. Ich darf vor meiner Oma rauchen. Außerdem kiff ich, was das Zeug hält. Und ich f*** mir fast jeden Tag ein. Ich habe eine Freundin, Angelique. Hochgepriesen sei dein Name und dein Aussehen. Und ich habe schon massig viele geleckt. Aber leider so ein f*** auch noch keinen Sex gehabt. Naja, das kommt noch. Mein Bestes. Ich habe schon massiv viele geleckt, aber ich habe noch keinen Sex gehabt. Oh, Junge ist sehr glaubwürdig. Der ist so glaubwürdig einfach. Das ist richtig. Erste Informationsquelle. Weißt du? Wahrheitsgehalt mindestens 200%. Das. Wie ist denn das jetzt eskaliert alles? Weißt du, so vorher, ja, wir fahren zu Omili, ja, und dann essen wir, dann trinken wir einen Tee, heute waren wir im Kino, wir haben Dracula, was ist denn hier passieren? Unser Kumpel Nedat ist fast genauso wie ich, nur dass er nicht so viel Erfolg bei den Mädels hat wie ich. Pech, ich bin echt richtig beliebt geworden, Gott, mein Leben steigt bergauf. Und dazu die Musik. Grimme-Preis. Schön. Mindestens. Wo ist mein Tagebuch? Die letzte Seite fehlt. Oh!
Ah, das war's? 16 Jahre her, dass ich das geschrieben habe gerade. 16 Jahre war dieser Eintrag her. So, Kylo Ren. Ja, ich würde auch am liebsten umfallen. Oh, wow. Aber er ist echt treu geblieben. Bis heute. Ja, Darth Vader ist fertig. Der letzte Eintrag. Ja, Darth Vader ist fertig. 22.11.2002, oh. Freitag, 0.32 Uhr. Okay. Also, um eines klarzustellen, das mit einem Pfeil auf die Seite, die ich gerade vorgelesen habe, oder auf die Seiten, das war nicht ich. Also, natürlich habe ich das geschrieben, aber was mein jetziges Ich betrifft, so will ich diese Person, welche das geschrieben hat, nicht mehr kennen. Mein altes, ekliges, dickes, lügendes, arrogantes Ich. Erst jetzt könnte ich sagen, dass ich mich verändert habe. Ich habe Einsicht in mein und in das Leben anderer gefunden, liebe meine Mutter und so meine ganze Familie. Und damit habe ich dieses Tagebuch beendet. Die nächste Seite ist nämlich leer. Chosen, geil! Und nun am Ende die Frage, ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie nur erfunden? Ja, Thomas und Frakes. Nein, es ist leider wirklich mein Tagebuch, aber schön, Chosen. Sehr, sehr schön. Nee, ich habe wirklich keinen weiteren Eintrag. Es ist leider alles leer. Ich habe noch weitere Tagebücher. Aber das war zumindest das Tagebuch von dann. Bis dann. Junge, 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 Junge. Es gibt noch weitere Tagebücher. Es ist einfach, oh. Junge, Junge, Junge. Aber noch keinen Sex gehabt.